Dobar dan, veselim se da ste svi prišli. Herzlichen guten Morgen. Ich freue mich, vor einem so großen Publikum sprechen zu können. Und ich nehme an, dass im Publikum sowohl PraktikerInnen als auch angehende PraktikerInnen da sind, als auch Personen, die vielleicht in der Aufsicht und in der pädagogischen Konzeptionalisierung von Bildungsinstitutionen arbeiten, die im Bereich Elementar- oder Primärpädagogik angesiedelt sind. Ich möchte gleich beginnen. Was sehen Sie? Zwei Kinder, die auf einem Sofa sitzen. Viele Betrachtende werden es nicht bei der Information zwei Kinder bewenden lassen, sondern sie werden ihnen ganz automatisch ein Geschlecht zuordnen. Unbewusst werden auf dem Foto Informationen gesucht, die es möglich machen, den Kindern ein Geschlecht zuzuschreiben. Kurze Haare verweisen nach dem Alltagswissen der meisten Menschen auf einen Buben, lange Haare auf Mädchen, auch wenn sowohl Kinder als auch Erwachsene mit dieser Tradition brechen. Auch die Kleidung gibt uns Informationen, besonders aber die Requisiten, also das Spielzeug der abgebildeten Kinder, Teddybär und Fußball, sowie die Körperhaltung vielleicht auch. So werden die meisten Menschen vermutlich links ein Mädchen, rechts einen Buben sehen. Dieses Ergebnis beruht auf einem Konstruktionsvorgang. Die Leute haben sich diesen Unterschied ausgedacht. Wenn du kurzes Haar hast, viel mit Jungen spielst, bist du jungenhaft, sagt die 11-jährige Lara in dem Fotoprojekt der niederländischen Fotografin Annie van Chemert. Sie sitzt auf dem Foto von uns aus gesehen rechts neben ihrer Zwillingsschwester Alex. Offenbar halten sich die beiden nicht streng an die geltenden Codes in Bezug auf Geschlecht, nach denen die Geschlechtszugehörigkeit möglichst rasch und eindeutig erkennbar sein soll und das biologische Geschlecht und die Geschlechterrollen übereinstimmen sollen. Die Zuordnung von Menschen, denen wir begegnen, geschieht auf den ersten Blick. Wir selektieren aus einer Fülle von Informationen, um mit der vorhandenen Komplexität umgehen zu können. Aber es geht noch weiter. Nach dem Erkennen als Bub oder Mädchen, Mann oder Frau, werden anschließend Annahmen über bestimmte wichtige Eigenschaften der jeweiligen Personengruppe aktiviert. Mädchen und Frauen schreiben wir dabei Eigenschaften zu wie passiv, emotional, eitel oder sozial. Buben und Männer halten wir dagegen eher für aktiv, durchsetzungsfähig, technisch interessiert oder nach Leistung strebend. Diese Persönlichkeitsmerkmale unterstellen wir unserem Gegenüber, ohne es zu kennen, und erwarten in der Folge ein entsprechendes Verhalten. Deshalb nehmen wir zum Beispiel Männer generell als aktiver und stärker wahr als Frauen. Alle Menschen, auch wenn sie sich nie in einem wissenschaftlich-theoretischen Sinn mit Geschlecht oder Geschlechterverhältnissen beschäftigt haben, verfügen so über ein alltagsweltliches Geschlechterwissen. Sie haben ihre persönlichen, subjektiven Erklärungen für Unterschiede, die sie wahrnehmen. Buben haben eben mehr Bewegungsdrang, deshalb klettern sie auf die Bäume und raufen, während die Mädchen eben von Natur aus ruhiger sind, erzählen Erwachsene über Unterschiede zwischen Mädchen und Buben. Oder Mädchen sind sprachlich begabter, Buben hingegen technisch. Diese Alltagstheorien sind oft unbewusst, sie sind selbstverständlich im Alltag präsent und gleichzeitig spiegeln sie gesellschaftliche Zuschreibungen wider. Woher kommt das? Unentwegt und ohne dem auskommen zu können, werden wir mit stereotypisierenden Botschaften über die Geschlechter beliefert. Ein Beispiel: Im Frühjahr 2015 strahlt das österreichische Privatfernsehen Puls 4 eine Sendereihe aus mit dem Titel »Das müssen Sie wissen«. Vielleicht hat das jemand von Ihnen gesehen. Ich sehe nicht so oft fern, also muss ich auf ein bisschen ältere Erfahrungen zurückgreifen. Vor 2 Jahren ist es gesendet worden. Darin werden sogenannte Promis unter der Kategorie »Frauen und ihre Macken« gefragt.
Wie viele Tage verbringt eine Frau im Durchschnitt in ihrem Leben damit, etwas in ihrer Handtasche zu suchen? Und in der Kategorie Liebe und Partnerschaft lautet die Frage, was passiert mit Männern, die häufig an Sex denken? Und wieder einmal sind der Handtaschenmythos und der Sexmythos platziert. Die meisten Menschen stützen sich auf archaische Erklärungsmuster, was noch unterstützt wird durch populäre Ratgeberliteratur wie Frauen können nicht einparken. Diese versucht die Welt aus einer biologistischen Perspektive zu erklären, aus der menschliches Verhalten und gesellschaftliche Zusammenhänge durch biologische Gesetzmäßigkeiten bestimmt werden. Auch die deutsche Psychologin und Sozialwissenschaftlerin Doris Bischof-Köhler, deren entwicklungspsychologische Fachliteratur auch in Ausbildungen zur Elementar- und Primärpädagogik in allen Bücherregalen steht, publiziert Titel wie »Von Natur aus anders«, in denen sie evolutionstheoretisch begründet, warum die Geschlechter von Natur aus unterschiedliche Verhaltensdispositionen ausbilden. All das prägt großteils unbewusst unsere Vorstellungen und Bilder in Bezug auf Geschlechter und damit unsere Erwartungen. Viele Leute finden solche Bilder falsch, einschränkend, uncool, diskriminierend und möchten daran etwas verändern. Genau das möchte gendersensible Pädagogik. In der sozialwissenschaftlichen Erforschung von Geschlecht und Geschlechterverhältnissen hat sich seit Ende der 1970er Jahre der Fachbegriff Gender, Englisch für Geschlecht, durchgesetzt und später auch im deutschsprachigen Raum. Gender bedeutet Geschlecht im Sinn von Geschlechterrollen, also die vorherrschenden Vorstellungen über das, was eine richtige Frau, ein typischer Mann sei. Die Genderforschung betont, dass Erwartungen, Normen und Werte über Frauen und Männer, über weibliche und männliche Aufgaben und Rollen nicht naturgegeben sind, sondern auf kulturellen Traditionen und gesellschaftlichen Konventionen beruhen oder durch sich verändernde rechtliche Regelungen bestimmt sind. Einige Beispiele. Frauen, die allein in ein Kaffeehaus gehen, noch vor ein paar Jahrzehnten verpönt. Meine Mutter hätte so etwas nie machen dürfen. Ledige und verheiratete Mütter gleichgestellt, erst seit den 1980er Jahren. Bis dahin hatten unverheiratete Mütter kein Sorgerecht. Ihrem Kind wurde ein Amtsvormund zur Seite gestellt. Männer als Väter in Karenz. In Österreich erst seit 1990 möglich. Einen eigenständigen Anspruch haben sie erst seit 2004. Wir sehen also, Gesetze, Konventionen und Traditionen bestimmen, was normal und richtig ist oder was abgelehnt wird. Darin sind Machtverhältnisse eingelagert. Wer bestimmt das eigentlich? Geschlecht ist nicht etwas, was wir haben, schon gar nicht etwas, was wir sind. Geschlecht ist etwas, was wir tun, schrieb bereits 1993 die deutsche Soziologin Carol Hagemann-White. Sie meint damit, dass wir geleitet von Normen oder Vorgaben handeln, und zwar situationsabhängig und in einer Art und Weise, die als angemessen gilt. Judith Butler würde intelligibel dazu sagen. Dafür steht der Fachbegriff Doing Gender. Ein kleiner Hinweis, dieses kleine Plus über Gender bzw. Doing Gender, Gender Plus, Doing Gender Plus sollte verdeutlichen, dass wir, wenn wir über gesellschaftliche Verhältnisse nachdenken und sie uns anschauen, es nie alleine mit der Kategorie Geschlecht zu tun haben, sondern dass es andere sogenannte Diversitätsmerkmale gibt, wie Rassifizierung, Ethnisierung, Behinderung, religiöse Zugehörigkeiten, Alter, sexuelle Orientierungen und so weiter, die miteinander in Verschränkungen treten. Mein Input heute bezieht sich aber mit auf den Fokus Geschlecht und deshalb, sonst würde ich mit der halben Stunde Redezeit nicht auskommen. Im Doing Gender stellen wir unsere Geschlechtszugehörigkeit dar und her, damit wir von unserer Umwelt eindeutig als für unser Geschlecht passend erkannt werden. Sich schminken und Stöckelschuhe tragen gilt in Mitteleuropa angemessen für Frauen. Für Männer nicht. Sich küssen und umarmen gilt für Männer am Fußballfeld als angemessener Ausdruck von heterosexueller Freude.
Im Alltag bedeutet es schwul sein. Und auch im Kindergarten und in der Schule trifft dies zu. In den Interaktionen der Kinder und Jugendlichen untereinander, ebenso wie in denen mit den PädagogInnen, wird geschlechtsadäquates Verhalten ausgehandelt. Doing Gender bedeutet also nicht nur, sich selbst mehr oder weniger so zu verhalten, wie es den Konventionen entspricht, sondern drückt sich auch in Erwartungshaltungen aus, die wir an unser Gegenüber richten. Halten Sie kurz inne und überlegen Sie. Gebe ich Rückmeldungen, Anmerkungen, Hinweise an Kinder, die Geschlechterstereotype beinhalten oder verstärken? Was sind meine Erwartungen im Hinblick auf Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen? Und welche Verhaltensweisen, Emotionen, individuelle Stärken und Schwächen nehme ich gar nicht wahr, übersehe ich durch meine Erwartungshaltung? Kann ich überhaupt mit einem Kind kommunizieren, dessen Geschlechtszugehörigkeit mir nicht bekannt ist? Überlegen Sie, wie sich Ihre Theorie in der Praxis auswirkt. Wie lobe oder kritisiere ich ein Mädchen in meiner Gruppe? Was würde ich anderes von ihr erwarten, wenn sie ein Bub wäre? Und umgekehrt. Hatten Sie ein Aha-Erlebnis? Erinnern Sie sich an Situationen, in denen Worte einen huge Impact, eine ungeheure Auswirkung haben oder hatten? Entweder im Sinn einer Beschränkung, Einschränkung oder auch als Bestärkung und Ermutigung? Unsere Wahrnehmung wird von der Vorstellung zweier Geschlechter beeinflusst. Vorhandene und nicht vorhandene Erwartungen machen es nahezu unmöglich, geschlechtsneutral zu agieren, das heißt ohne geschlechtsspezifische Stereotype oder Vorurteile auszukommen. Stereotype und Klischees sind oft einschränkend, diskriminierend und überraschend altmodisch. Dadurch werden wir Kindern nicht gerecht, wenn wir nur das wahrnehmen, was wir schon zu wissen glauben. Viele Leute finden diese Klischees falsch und möchten daran etwas verändern. Mir würde eine Welt ohne diese deutliche Rollenverteilung gut gefallen. Dass du einen Jungen mit einer schönen Handtasche siehst und nicht sofort denkst, was für ein Homo, meine Güte. Oder dass du bei Zweifeln an der Geschlechtszugehörigkeit von jemandem nicht unbedingt eine Antwort verlangst. Scheinbar suchen wir, ich auch, nach einer Klarheit, einer Normalität. Normal bedeutet dann, wie die meisten Menschen sind. Ich persönlich möchte mein Leben vielseitig gestalten, sagt Jelle, ein zu dem Zeitpunkt des Interviews 14-jähriger Junge, in dem eingangs erwähnten Fotoprojekt von Annie van Chemert. Er spricht damit etwas Wesentliches an, das zu unseren Vorstellungen in Bezug auf Geschlecht gehört, was als normal gilt, als Norm für eine Gesellschaft. Die Genderforschung bezeichnet dies als Heteronormativität. Und beschreibt damit, so wie Jelle, zweierlei. Erstens die Annahme, dass es nur zwei Geschlechter, Mann oder Frau, gibt. Und zweitens, dass diese Geschlechter sich gegenseitig und nur in dieser Kombination emotional und erotisch anziehen, also ein Begehren entwickeln. Homosexualität wird als Abweichung von dieser Norm gesehen. Infolge werden Homosexuelle oftmals diskriminiert, rechtlich verfolgt. Und in 8 Ländern der Welt steht Homosexualität unter Todesstrafe. Heteronormativität findet sich in allen Bereichen unseres Lebens wieder. In Bilderbüchern mit Vater-Mutter-Kind-Familien, in Werbungen, in denen glückliche heterosexuelle Paare zu sehen sind, in Gesetzen, die heterosexuelle Ehen mit mehr Rechten ausstatten als homosexuelle Partnerinnenschaften und auch in Fragen an Mädchen wie, hast du schon einen Freund? Oder an Burschen, hast du schon eine Freundin? Die Einteilung von Menschen in Mädchen oder Buben, Frauen oder Männer ist auch aus der Sicht der Biologie zu kurz gegriffen und schlichtweg falsch. Sie missachtet diejenigen, die nicht eindeutig einer von zwei zur Verfügung stehenden Geschlechterkategorien zugeordnet werden können, intergeschlechtliche oder zwischengeschlechtliche oder Interpersonen. Sie weichen von der medizinischen Normvorstellung bezüglich männlicher und weiblicher Körper ab. Wie ich das Referat vorbereitet habe, war noch nicht bekannt, dass sich in Österreich sowohl
die Volksanwaltschaft als auch die Ethikkommission massiv dafür ausgesprochen haben, dass Österreich möglichst schnell auch ein offizielles drittes Geschlecht einführt und dem Beispiel der deutschen Judikatur, die vor 2 Wochen getroffen wurde, folgen soll. Transidente Personen wiederum empfinden ihr Geschlecht anders, als es ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Manche können den Wunsch haben, ihren Körper mit ihrem gefühlten Geschlecht mittels Hormongaben und/oder Chirurgie in Übereinstimmung zu bringen und ändern gegebenenfalls ihren Personenstand. Transidente Personen können sich auch zwischen den Geschlechtern fühlen und sich beiden oder keinem der Geschlechter zuordnen wollen. Sicher ist, dass die Anzahl derjenigen Kinder und Jugendlichen, die sich nicht geschlechtlich eindeutig verhalten oder kleiden und einen Anpassungsprozess in Elternhaus, Kindergarten, Schule und Hort erleben, wesentlich höher ist als die Anzahl derjenigen, die sich selbst als transident oder transgender bezeichnen. Erzählungen von Mädchen, die nicht nur Mädchen sein wollen, Mädchen, die gerne Jungen sein wollen, Mädchen, die nicht verstehen, warum sie bestimmte Kleidung tragen sollen und Mädchen, die sich habituell oder direkt unerwartet verhalten, sind gar nicht so selten. Und für Burschen trifft das auch zu. Ob für diese Mädchen jemals die Frage aufkommt, ob Transgender oder Transident der bessere Begriff für ihre geschlechtliche Selbstbezeichnung wäre, kann hier nicht beantwortet werden. Denn sie haben bislang keine Wahl. Sie sind Mädchen. Insofern ist Schule und Bildungsarbeit allgemein auch Unsichtbarmachung von geschlechtlichen Grenzgängern. Kinder lernen, als geschlechtliches Wesen wahrgenommen zu werden, danach bewertet, beurteilt zu werden. Sie lernen, sich selbst als geschlechtliches Wesen zu erfahren und sich entsprechend zu verhalten. Sie lernen dies im Rahmen von geschlechterdifferenzierenden Sozialisationsprozessen, in denen Prozesse von Unterscheidungen, also Differenzierungen, auf sie einwirken. Im Gegensatz zum gebräuchlichen Begriff geschlechtsspezifisch unterstreicht die Bezeichnung Geschlechter differenzierend das aktive Tun, in dem Unterscheidungen gemacht werden. Eine Möglichkeit für Kinder, sich erkennbar männlich oder weiblich zu zeigen, ist eine Präferenz für die richtigen Spielsachen zu entwickeln. Das Wissen darüber, welches das passende Spielzeug sein könnte, eignen sich Kinder durch entsprechende Informationen von Erwachsenen, vor allem aber durch Werbebotschaften an. Die in der Werbung angepriesene kindliche Produktwelt ist eine bereits überwunden geglaubte, zunehmend geschlechtlich zweigeteilte. 2 aktuelle Studien aus den USA belegen, dass die Geschlechtertrennung in Online-Spielzeugwerbungen zunimmt. Kann man den Kontrast, der Techniker ist nicht da, können Sie das aufgrund der Licht, okay, gut. Ich finde die Puppenküche super, da ist so viel dabei, da kann ich kochen wie die Großen. Mein Bruder flitzt lieber mit dem Laufrad rum, ist ja klar, lautet der Text zu dem aktuellen Angebot im Web-Audit-Katalog Winter 2017-2018. Es werden mehr homogene Settings von Jungen oder Mädchen gezeigt als heterogene. Es wird Spielzeug entweder nur für Buben oder nur für Mädchen angeboten. Spielzeugkonzerne wollen die Illusion erzeugen, Mädchen und Jungen könnten nicht mit demselben Spielzeug spielen. Eine Geschlechtertrennung sei für eine erfolgreiche Enkulturation nötig. Und es wird deutlich mehr geschlechtsspezifisches Spielzeug angeboten als vor 50 Jahren, wie ich meine Kindheit verbracht habe. Das Kinderüberraschungsei für Mädchen in Rosa und andere Objekte der Pinkification stehen als Symbol für ein soziales Konzept von Mädchensein, das einengt und traditionelle Stereotypen bestätigt und dadurch die Bandbreite an Spiel und Erfahrung limitiert. Dabei trifft die Pinkifizierung Mädchen und Buben gleichermaßen. Der eine Schnuller ist für Bad Boy und der andere Schnuller in Rosa ist für Dream Queen oder so ähnlich. Zunehmend wächst von Eltern und Pädagoginnenseite die Kritik an einer Konsumgesellschaft und Marktwirtschaft, die in Rosa und Blau einteilen und dadurch das Zugehörigkeitsbedürfnis von Kindern ausnutzen, um 2 komplett getrennte Welten aufzumachen. Blümchen versus Dinosaurier, Gefühle versus Stärke. Turnbeutel von Sigi Kid, Sammy Samoa, der kleine Piratenheld, lichtet die Anker und macht sich auf den Weg in die weite Welt. Oder auch nur mal eben zur Turnstunde. Originalzitat aus dem Katalog.
Der süße Prinzessin-Turmbeutel aus der Taschenserie Pinky Queen ist ideal für Sportstunde oder Ballettunterricht. Auch wenn Lego Friends, hier haben wir Wasserflaschen, Brittkleber und auch bei Billa finden wir unterschiedliche Angebote. Die Nussmischung, einerseits für den Sportfreund, andererseits für die Schönheitskönigin. Es ist dasselbe drin. Auch wenn Lego Friends, Lego Superheroes, Bratz, Barbie, Star Wars und Co. nicht zum standardmäßigen Spielinventar der meisten Kindergärten und Kindertagesstätten gehören, Kinder werden von den Botschaften in Bezug auf Mädchen und Junge, werden mit den Botschaften in Bezug auf Mädchen und Junge sein konfrontiert. Sie eignen sich in den entsprechenden Spielhandlungen die zugehörigen Eigenschaften, Fähigkeiten, emotionalen Ausdrucksweisen, Körper- und Stimmbilder an. Diese Einflüsse sind vom erzieherischen Umfeld oft nicht geplant oder gewollt und sie werden von Eltern oder Erzieherinnen selten wahrgenommen. So sagte beispielsweise eine Mutter: Ich weiß auch nicht, warum das so ist, dass die Jungs immer so wild sind und Action machen müssen. Ich glaube, das ist doch angeboren. Wir haben das eigentlich nie so gefördert. Sie sagt das in subjektiver Überzeugung, obwohl das Kinderzimmer ihres Sohnes klar auf eine geschlechtliche Symbolik hin ausgerichtet ist. Obwohl sie es war, die ihren Sohn zum Fußball angemeldet hat, die ihm die Militärhose gekauft hat, die sein Autobett bestellt hat, die den Schlafanzug mit Spider-Man ausgewählt hat, die seine Piraten-Geburtstagsfeier organisiert hat und, so, und vieles mehr, andere mehr. Die alltäglichen Handlungsroutinen, in die die alten Geschlechterbilder eingelagert sind, geraten der Mutter nicht reflexiv in den Blick bzw. erweisen sich aufgrund ihrer Alltäglichkeit als blinde Flecken. Viele PädagogInnen und Eltern, die gendersensibel arbeiten möchten, stehen vor einer Herausforderung. Sie erkennen die negativen Seiten des Weiblichkeitskonzepts, wie Passivität, Ängstlichkeit, Technikferne und Eitelkeit und die des Männlichkeitskonzepts, wie Aggressivität, Gewaltbereitschaft, Aufsässigkeit und Schmutztoleranz. Sie möchten Kinder darin unterstützen, sich uneingeschränkt von Stereotypen Geschlechterrollen zu entwickeln. Was sie aber nicht machen, ist die Zweiteilung oder Binarität von Geschlecht selbst in Frage zu stellen. Die Vorstellung, dass es nur entweder männlich oder weiblich gibt, bleibt unberührt. Damit kommen sie und vor allem die Kinder jedoch in ein Dilemma. Man kann mit dem Ziel der Geschlechtergerechtigkeit von Kindern nicht verlangen, sich als erkennbar männlich und weiblich zu zeigen und ihnen gleichzeitig die Mittel, mit deren Hilfe sie dies tun können, vorenthalten. Denn die gehören zu den Kernelementen des jeweiligen Konstruktionsmodus. Ein Ausweg aus dem Dilemma kann sein, die Perspektive zu wechseln. Betrachten wir Geschlecht nicht als Eigenschaft oder Merkmal von Personen und wie sich dadurch unterschiedliche Muster oder der Auseinandersetzung mit der sozialen und dinglichen Umwelt ergeben, wechseln wir vielmehr die Perspektive und untersuchen wir, wie Geschlecht konstruiert und hervorgebracht wird, also gelernt wird. Der Fokus liegt damit nicht auf der Suche nach Unterschieden, sondern auf Prozessen der Unterscheidung. Sie werden morgen in der Präsentation der Tandemstudie auch einiges darüber hören, nehme ich an, ich bin leider morgen nicht mehr da, wie auch PädagogInnen und Pädagogen an den Prozessen der Unterscheidung mitbeteiligt sind. Weil wir alle unentwegt und großteils unbewusst gesellschaftliche Geschlechternormen verinnerlichen, ist es schwierig, Geschlechter und Geschlechterunterschiede als konstruiert wahrzunehmen. Dies steht dem Alltagswissen der meisten Menschen diametral entgegen. Regine Gildermeister spricht in diesem Zusammenhang von einer Provokation für das Alltagsdenken, da das Infragestellen der Geschlechtskategorie Frau und Mann der kulturellen Matrix der Zweigeschlechtlichkeit widerspricht. Müssen jetzt alle Mädchen technikverrückt werden und aufhören, mit Puppen zu spielen? Ist es schlecht, wenn Buben mit Autos spielen und müssen sie sich die Fingernägel mit Glitzernagellack lackieren? Natürlich nicht. Aber sie haben ein Recht darauf, die Wahl zu haben, in ihrer Entwicklung unterstützt und ohne geschlechtsspezifische Einschränkungen gefördert zu sein, ohne Angst, gemobbt zu werden. Das erfordert von Pädagoginnen, dass sie Schritt für Schritt das Denken in Binaritäten aufgeben, die Angst vor dem Vermischen loslassen können, genauso wie die Kategorien Männer und Frauen selbst. Das ist kein Gleichmachen, sondern ein Vielmachen.
sagt Stevie Schmidl, sie ist Geschäftsführerin der deutschen Organisation Pink Stinks. Als wichtigste Voraussetzung für den Aufbau von Genderkompetenz brauchen PädagogInnen Folgendes: Analysekompetenz und die Bereitschaft zur Selbstreflexion. Wir haben gedacht, dass wir die Kinder verändern sollten, aber es wurde deutlich, dass wir selbst es waren, die sich verändern mussten, sagte eine Volksschullehrerin der Gemeinde Gävle in Schweden, die mit ihrer Schule Gleichstellungsarbeit betreibt. Das zunehmende Bewusstsein veränderte auch die Kinder. Und die schwedische Bildungsforscherin Kajsa Svalared ergänzt: Mit der Genderperspektive zu arbeiten, heißt es zu wagen, unter die Oberfläche der Vorstellungen und der pädagogischen Praktiken zu tauchen. Ich beschreibe Gleichstellung oft mit einem Eisberg. Ein Simpel ist über der Oberfläche, das ist das, was wir messen können. Die Aufmerksamkeitsverteilung, die Gestaltung der Bildungsmittel, die Raumnahme der Kinder und so weiter. Aber der größte Teil des Eisbergs besteht aus Verhaltensweisen, Normen und Einstellungen und liegt unter der Oberfläche. Beginnen Sie damit, unter die Wasseroberfläche zu tauchen und den ganzen Eisberg zu betrachten. Das bedeutet, sich der eigenen Annahmen, die manchmal wissenschaftlichen Befunden und Tatsachen entgegenstehen, bewusst zu werden. Statten Sie sich mit aktuellen wissenschaftlichen Grundlagen und Ergebnissen der Genderforschungen aus. Das tun Sie an diesen zwei Tagen hier auf der Fachtagung. Schärfen Sie mit diesem erweiterten Wissen Ihre Beobachtung und Wahrnehmung. Ob ich Dinge überhaupt wahrnehme und wie ich sie wahrnehme, hängt von meinem Wissen darüber und der Bewertung ab. Zum Beispiel, statt zu interpretieren, Adam hat nicht mitgesungen, sondern Schwierigkeiten gemacht, beschreiben Sie detailliert, was genau Adam gemacht hat. Beobachten Sie Ihr Tun und Handeln oder lassen Sie sich von KollegInnen beobachten. Was lernen Kinder über Geschlecht oder über ihr Geschlecht in dieser Situation? Welche geschlechtsbezogenen Botschaften erreichen die Kinder? Erst nach der Aneignung von theoretischem Wissen und der sensibilisierten Wahrnehmung kommt der nächste Schritt, die Aktion oder Veränderung. Gendersensible Pädagogik fragt danach, welche geschlechtsspezifisch einschränkenden Botschaften wirkmächtig sind, zum Beispiel in Spielen, Medieninhalten, im Vorbild durch Erwachsene, aber auch in strukturellen Rahmenbedingungen. Tragen pädagogische Gestaltungen selbst zur Produktion von Unterschieden bei? Führen Sie neue Benutzungsregeln ein oder verändern Sie die Raumgestaltung? Stellen Sie den Kindern eine reiche, anregende, nicht stereotype Datenbank über Geschlechter, kulturelle, sprachliche, körperliche Vielfalt vor, über Familienformen, Lebensgewohnheiten oder emotionale Ausdrucksweisen. Gendersensible Pädagogik findet überall statt, in allen Bildungsbereichen, bei allen Inhalten und auf allen Ebenen findet gendersensible Pädagogik ihre Anwendung. Hier einen ersten Überblick, um ihre Einrichtung zu analysieren. Bildungsmittel wie Kinderbücher, Liedersprüche, Reime, Medien, Spielzeug. Welche Botschaften in Bezug auf Geschlecht werden darin vermittelt? Sprache. Werden weibliche und männliche Personenbezeichnungen verwendet? Unterschiedliche geschlechtliche Identitäten genannt? Und wird abwertender und diskriminierender Sprachgebrauch vermieden? Feste und Feiern. Wer sind die ProtagonistInnen? Welche Rollen stellen sie dar? Raumgestaltung, Innen- und Außen- und Raumausstattung. Mit welchen Farben sind beispielsweise die Räume ausgestaltet? Primär- oder Pastellfarben? Welche Botschaften, geschlechtlichen Zuschreibungen haben diese Farben? Animieren zum Beispiel Wohn- und Familienspielbereich und Bau- und Konstruktionsbereich alle Kinder gleichermaßen darin zu spielen? Formale und informelle Regeln. Schließen Sie unabsichtlich Kinder oder bestimmte Kindergruppen von der Benutzung aus, wenn zum Beispiel die Regel herrscht, nur 4 Kinder in der Bauecke und jeden Tag in der Früh die gleichen 4 Buben in der Bauecke sind, ist es klar, dass andere Kinder schwer zum Zug kommen werden. Emotionen und Gefühle. Werden alle Kinder gleichermaßen darin unterstützt, ein breites Spektrum an Emotionen und Gefühlen bei sich und anderen wahrzunehmen und auszudrücken? Körper, Bewegung und Sport.
Wie werden Kinder darin unterstützt, ihre Tätigkeitsspektren, ihre Bewegungen und ihre sportlichen Aktivitäten ohne Unterschied des Geschlechts auszuüben? Unterstützt die Gesundheits- und Sexualerziehung einen positiven Bezug zum eigenen Körper? Und schließlich Elternarbeit. Wie werden Eltern und andere erwachsene Bezugspersonen darin unterstützt, ihre Kinder ohne Einschränkungen in Bezug auf Geschlechterrollen zu begleiten? Nützen Sie den Rahmen eines Elternabends, um die Bedeutung der Spielzeugwahl für die Entwicklung der Interessen und Fähigkeiten der Kinder zu besprechen. Bitten Sie Väter und Mütter gleichermaßen um Unterstützung, Mithilfe, das Auffüllen des Reservekleidersacks und so weiter. Viele gendersensible Kindergärten führen phasenweise geschlechtshomogene Gruppen oder Mädchen- und Bubentage ein, um Kinder in der Erweiterung ihrer Handlungsspielräume jenseits von Geschlechterstereotypen-Zuschreibungen zu unterstützen. Manchmal sind diese Geschlechtertrennungen zeitlich oder räumlich organisiert. Montag ist Mädchentag in der Bauecke, Mittwoch ist Bubentag in der Bauecke. Manchmal mit unterschiedlichen Inhalten kombiniert. Mädchen- und Technikbildung, Buben- und Haushaltstätigkeiten. Durch dieses bewusste und genaue Hinschauen auf Geschlecht wird jedoch den Kategorien Mädchen und Bub neues Gewicht verliehen. Sowohl von Seiten der PädagogInnen als auch durch die Kinder. Das kann dazu führen, dass Geschlechter erneut in Opposition oder in einem Gegensatz gesehen werden. Wir haben heute Bubennachmittag. Da machen wir Buben etwas, was wir nur untereinander und ohne die Mädchen machen können, hat mir unlängst ein Bub erzählt. Dabei wird übersehen, dass geschlechtshomogene Gruppen, die Mädchen, die Buben, alles andere als homogen sind. Fast nichts auf alle Angehörigen dieser Gruppe zutrifft, beziehungsweise für die Einzelnen nicht die gleiche Bedeutung hat. Das ist eine Form der Dramatisierung von Geschlecht, eine Hervorhebung. Wie kann Geschlecht entdramatisiert werden? Indem pädagogische Prozesse an der Heterogenität der Kinder orientiert werden, sie als Individuen gesehen werden und nicht allein als Repräsentantinnen des Geschlechts oder einer ethnischen Gruppe oder einer Religionsgemeinschaft. Experimentieren Sie mit unterschiedlichen Gruppenzusammensetzungen. Einmal vielleicht die Lauten, die Leisen, ein andermal die etwas Grünes anhaben, die nichts Grünes anhaben, dann wiederum die Mädchen, die Buben oder die lieber Schokolade essen, die lieber Chips mögen. Dieser Wechsel in der Gruppeneinteilung kann dabei unterstützen, unproduktive Stereotypisierungen abzubauen. Eine andere Form von Dramatisierung sind geschlechtsgebundene Aussagen wie: Die Buben schieben bitte die schweren Tische an den Rand. Entdramatisieren ist besonders dann nötig, wenn Kinder oder Erwachsene selbst Geschlecht dramatisieren. Vor allem, wenn sie dies regelmäßig machen, indem sie zum Beispiel sagen oder deutlich machen, dass Frauen Mädchen bzw. Buben Männer Bestimmtes tun oder nicht tun können oder sollen. Bestimmte Kleidungsstücke oder Farben nicht tragen dürfen oder dieses oder jenes Hobby oder Interesse verfolgen müssen. Wie können wir solche Aussagen von Kindern verstehen? Kinder zeigen dadurch, ob und wie sie das von ihnen geschlechtlich erwartete Doing Gender bereits gelernt haben. Der Kindergarten ist für Kinder ein Ort dafür, um das in ihren Interaktionen auszuprobieren und zu zeigen. Gendersensible PädagogInnen unterstützen Kinder dabei, die gesellschaftlichen Anforderungen, die sich zum Beispiel im Kinderspielzeug manifestieren, mit kritisch lustvollen Fragen zu relativieren. Was tut Anakin Skywalker, wenn er nicht kämpft? Mit wem bespricht er seine Ängste? Wie kocht er sich sein Essen? Was tut Barbie, wenn sie sich nicht gerade schön macht? Wer kümmert sich um ihre Wäsche und den Müll? Das Ziel gendersensibler Pädagogik ist es, eine freie Entwicklung zu ermöglichen, in der Kinder nicht auf festgelegte Rollen beschränkt werden. Es geht nicht darum, die Geschlechtsentwicklung zu zerstören, aus Mädchen Buben oder umgekehrt, oder sie zu androgynen Wesen zu machen. Es geht um ein Mehr. Um Befreiung, Stärkung und Ermutigung. Inklusive gender- und diversitätsbewusste Pädagogik
sieht dieses Mehr als Vielfalt und geht von der Vielfalt aus, statt in Kategorien von Norm und Abweichung zu denken. Dabei werden einschränkende Normen kritisch hinterfragt, mit Kindern zum Beispiel über die gemeinsame Lektüre und Diskussion von kleinen Geschichten. Dabei gilt es, Anknüpfungspunkte aufzugreifen und gemeinsam zu erörtern, wer bestimmt eigentlich, was richtig ist und was abgelehnt oder ausgelacht wird. Gendersensible Pädagoginnen unterstützen Kinder dabei, Bilder entstehen zu lassen, die nicht mit Identifikationszwängen arbeiten, sondern mit Angeboten, für deren Ablehnung niemand einen Preis zahlen muss. Es geht um ein Mehr, um Befreiung, Stärkung und Ermutigung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.